Kann ich dir noch irgendwas helfen? Ja, es wäre ganz lieb. Du könntest vielleicht schon mal die Luftballons aufpusten. Ja, klar. Das wäre super. Kein Problem. Mache ich dann im Wohnzimmer, oder? Ja, guck wo. Genau, dann können wir die da schön aufhängen. Gut. Danke dir. Ja, absolut. Unmöglich sowas. Ich habe jetzt genug von dem Scheiß. Was ist los? Der Nachbar. Unmöglich sowas. Ich glaube, ich spinne, oder? Wir reden mit meinem Jungen. Erziehen Sie den mal. Sagen Sie, was schreien Sie denn hier so rum? Was macht dauernd macht der Lärm Fußball? Und so und schießt dauernd die Bälle rüber. Passen gibt's mal, doch gar nicht. Aber hat der damit nicht so recht, dass Sie den Ball hier kaputt machen? Ich meine, Sie schreien hier jetzt rum. Jetzt habe ich nichts mal meine Ruhe. Ich will Feierabend hier. Er kann aber auch vor unserem Haus hier spielen. Ja, was denn? Irgendwas ist mit dem Jonas. Was? Ja, mal richtig erziehen, den Scheiß hier. Oh Gott, Jonas. Ich hab keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich hab überhaupt keine Luft mehr. Hat plötzlich angefangen zu husten und. Jonas, ruf einen Krankenwagen und am besten auch gleich die Polizei. Der hat ja auch Schaum vom Mund. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Hallo, schönen guten Tag. Haben Sie uns angerufen oder? Nein, aber ich kann direkt hier Anzeige erstatten, hier wegen Sachbeschädigung. So. Dann sind wir schon mal hier, sind hier der Görder, das ist unmöglich, Ruhestörung dauernd. Die Polizeikommissarin Norman Winter und Can Yildiz wollen sich zunächst nach dem Zustand des Jungen erkundigen und ermitteln, was vorgefallen ist. Wir wollten heute eigentlich Geburtstag feiern. Ja. Mit dem Kleinen von meiner Lebensgefährtin. Und dann gab es draußen Streit mit dem Nachbarn. Und ja, der hat uns gerade schon erwartet. Genau, ja. Und dann ist er ins Haus gekommen und dann ist er plötzlich zusammengebrochen, hatte Schaum vorm Mund. Okay, und dann. Genau, also ganz kurz, er ist soweit jetzt, hat was verschluckt, weil das ist wahrscheinlich, hat geätzt ein bisschen im Mund. Schon im Mund geschaut, kriegt das von Sauerstoff, wird versorgt. Er hatte in seinen Taschen einmal so komische Kugeln, die riechen auch komisch. Und er hat uns gesagt, dass er dachte, das wären Bonbons. Okay, also er war gerade noch ansprechbar, oder was? Ja, genau, er ist auch erweckbar. Mach mal bitte die Augen auf. Okay. Guck mal, also wenn man ihn erweckt, dann ist alles gut. So. Ja. Er sagt, ich nehme es mir einmal kurz in der Hand. Die riechen auch komisch, ich weiß nicht, was das ist. Also wir müssen schauen und im Mundraum hat er jetzt halt eine Verätzung. Ja. Okay. Oh, der Typ draußen, der Verrückte, das scheint der Nachbar zu sein, Herr Müller. Also ich habe jetzt halt mal die Personalien genommen. Okay. Er steht jetzt und wartet, vielleicht brauchen wir ihn noch mal. Ja? Okay. Erklären Sie uns mal, was jetzt hier passiert ist. Also wir haben jetzt also mitbekommen, er hat jetzt hier irgendeinen Ball davon in den Mund genommen. Ja, oder von, also Bonbon will ich es jetzt nicht mal bezeichnen. Also er hat wohl was davon im Mund gehabt, wo er die Sachen jetzt gefunden hat oder wo er das her hat, keine Ahnung. Können Sie sich nicht erklären? Also kann er sprechen? Ja, genau. Können wir ihn mal fragen? Okay, das ist sein Name. Wie ist dein Name? Kannst du deinen Namen nochmal sagen? Jonas. Jonas, kannst du uns erzählen, wo du die Dinger her hast? Ich hab die aus dem Garten. Aus dem Garten? Aus dem Garten, okay. Da lagen die einfach rum oder? Hast du die da? Wo war das? Mit Sicherheit nicht. Okay. Die lagen da einfach. Im Garten, okay. Ich dachte, das wären Bonbons. Okay. Ja, und dann. Ja. Jonas, danke. Du drehst uns erstmal. Dann machen wir wieder. Wer ist macht jetzt mal. Mach den erstmal rum. Mir ist es gerade ein bisschen voll. Wer sind Sie gerade? Also, ich bin hier die Freundin von Paul. Ja. Okay, Sie kennen sich also. Also, beste Freunde. Okay, gut, beste alles klar. Okay. Und Sie sind die Mama, ja, okay. Ne? Mit Ihnen haben wir noch gar nicht sprechen können. Glücklicherweise war hier unser Kind auch ansprechbar. Norm ist direkt, hat sich hingekniet, hat dann auch mit ihm ein bisschen gesprochen. Er konnte uns dann wirklich mitteilen, dass er diese Bonbons, ja, ich zeige sie Ihnen noch einmal, hier im Garten gefunden hat. Ja, da wurden wir auch hellhörig und sind dann mit Norm direkt natürlich auch raus. Und was wir dann gefunden haben, hat uns auch ein bisschen erschrocken. Guck mal, Jane. Hast du was gefunden? Warte, ich komm. Sind die gleichen. Tja, ne? Riechst du auch? Ja. Ich meine, ja, nicht ehrlich, so, aber so oft und so doll dran, nicht, dass du nachher uns auch noch. Aber warum sollte denn hier was liegen? Können Sie sich das erklären? Also, dass hier auf einmal irgendwie, was ist jetzt die zweite Tüte, die wir jetzt hier finden? Schauen Sie mal, wir haben jetzt hier noch eine zweite Tüte gefunden. Die haben uns ja gesagt, dass sie da irgendwie Streitigkeiten mit ihrem Nachbarn haben. Ja, das geht seit Jahren. Das ist das Haus meiner Mutter und ich wohne mit ihr. Und die beiden sind halt jetzt vor 3 Monaten zu mir gezogen. Ja. Es war aber schon immer schwierig. Also ob wir gefeiert oder gegrillt haben, der Tür hat immer Stress gemacht. Das war schon immer ein Arschloch. Die Beamten folgern, dass der Nachbar die giftigen Kugeln im Garten der Familie ausgelegt haben könnte, um dem Jungen zu schaden. Sie stellen ihn zur Rede. Bleiben Sie mal bei mir. Bleiben Sie mal bei mir, bitte. Gegen Kinder, ja.
tun? Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Jetzt hat er noch vergiftet. An seinem Geburtstag. Ich habe nichts damit zu tun. Wir wollten einen wunderschönen Tag haben. Er hat sich so gefreut, was alles ruiniert. Ich habe doch gar nichts gemacht. Was ist denn mit dir los? Hallo, können Sie ruhig weiterfahren? Kennen Sie die Person? Kennen Sie die oder was ist denn mit der? Das sicher ist doch hier Ihre seine Frau. Kommen Sie doch mal weiter. Kommen Sie doch mal. Ich kann das auch noch zutrauen. Was ist denn mit ihr? Jetzt wegfahren oder was? Sag mal, hallo. Sag mal, die fährt doch da voll. Sag mal, ist das blöd? Hallo. Hallo. Geht's Ihnen erstmal gut? Alles gut? Sagen Sie mal, was sind denn Sie hier fahren? Okay. Alles klar. Gut, alles, dann einmal abschneiden. Sie beruhigen Sie. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Wir sind ja da. Einmal kurz ab. So. Die plötzliche Flucht der Nachbarin weckt das Misstrauen der Polizisten. Die Frau scheint etwas verheimlichen zu wollen. Bräuchten Sie eine Erdtelevisation? Nein, ganz ruhig. Nee, mir geht's gut. Alles okay. Können Sie uns beide denn einmal bitte erklären, warum Sie... Kann ich Sie loslassen? Sie fallen mir nicht um. Wenn die Polizei auf Sie zukommt. Ich habe nur die Berger gesehen und... Und dann? Wenn ich die, seitdem die hier ist, gibt's nur Ärger mit ihrem Blach und... Okay, das erklärt jetzt aber immer noch nicht die Frage, warum Sie, wenn Sie die Polizei sehen, mit Ihrem Fahrzeug rückwärts in ein anderes Auto fahren. Das müssen wir uns irgendwie erklären. Da bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Versuchen Sie es mal. Ich habe im Moment keinen Führerschein. Oh, okay. Sie haben keinen Führerschein. Das heißt... Sie sind jetzt ohne Führerschein gefahren und... Ich hab den für einen Monat weg. Das sind jetzt noch ein paar Tage und ich wollte nur eben schnell vom Einkaufen die Sachen und... Also folgendes, so kommen wir jetzt hier erstmal nicht weiter, ja? Also wir würden ihn definitiv mitnehmen. Einmal Sie mit. Nehmen wir auch mit, ja? Wir bräuchten dazu auf jeden Fall noch mal einen Kollegen, der Sie da mitnimmt. Abschließend kann man jetzt hier Folgendes festhalten vor Ort. Wir haben hier einmal eine gefährliche Körperverletzung des kleinen Jungen. Ja, der wurde mit Kugeln anscheinend vergiftet. Und da es chemische Substanzen sind, ist es immer eine gefährliche Körperverletzung. Dann haben wir einmal die Sachbeschädigung des Balles. Ja, klar, das wird dann im Endeffekt auch runterfallen bei dem Strafverfahren, wenn es dann halt zu einem Strafverfahren kommen sollte. Und wir haben natürlich auch noch das Fahren ohne Führerschein der Lebensgefährtin von dem Nachbarn hier. Also einiges, was jetzt auf die Beine zukommen wird. Sie kommen nach zum Abschnitt. Sie kümmern sich jetzt um das Haus, soweit ich das verstanden habe. Ja, ich kümmere mich um alles. Ich sag ab, ich sag Ihnen Bescheid. Ja. Wichtig ist hauptsächlich, dass es Ihrem Sohn gut geht. Ja? Der ist jetzt in guter Versorgung und das ist das Allerwichtigste. Die leichten Verätzungen im Mund des Jungen werden im Krankenhaus behandelt. Gleich danach kann er die Klinik wieder verlassen. Die Beamten recherchieren, dass es sich bei den Kugeln um Reinigungsmittel handelt. Bei der Vernehmung des verdächtigen Nachbarn wenden Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminalkommissar Max Hagen eine spezielle Strategie an. Sie konfrontieren ihn mit seinen Aggressionen. So, erklären Sie mir bitte mal beides. Ja, mit dem Fußball ist okay, gebe ich zu. Habe ich durchgedreht. Aber mit den Kugeln da habe ich überhaupt nichts mit am Hut. Sie können doch nicht vor dem Jungen mit dem Messer rumfuchteln und sein Spielzeug kaputt machen. Ich habe jetzt genug von dem Scheiß. Was sind Sie denn vom Beruf? Ich bin Rohrreiniger. Rohrreiniger? Ja. Dann kriegen Sie doch mal. Ja, ich kenne die Sachen, klar. Ach, Sie kennen die Sachen? Ja, beruflich. Also haben Sie sie auch gekauft? Wo haben Sie denn gekauft? Sie die Sachen kennen? Die weiß ich ja nicht. Die weiß ich ja nicht. Mein Chef holt das ja. Aha. Ja. Aber sowas vertreiben Sie auch? Ich benutze das, klar, beruflich, logisch. Aber ich nehme es ja nicht mit nach Hause und stelle es irgendwo hin oder gibt das ein Kind, das ist ja... Ja, das Kind wäre dann aber dauerhaft ruhig. Das sagen Sie jetzt. Also sowas mache ich nicht, eindeutig nicht, nein. Herr Möller, erzählen Sie mir, was haben Sie den ganzen Tag gemacht? Ja, gearbeitet. Also Sie waren arbeiten, oder? Ja, wir hatten Außendienst bei dem... Bei wem? Herrn Otto war das. Waren Sie alleine dort oder war da noch jemand? Nein, mein Chef war dabei. Ihr Chef war dabei? Ja, wie heißt der denn? Peter Haller. Ja, Herr Möller hatte irgendwann ja hier ein sehr großes Interesse daran, dem Jungen irgendwie zu Schaden zu kommen. Ob er so weit gehen wollte, als er ihn verletzt, im Mund verletzt, das können wir ihm hier nicht nachweisen. Weil er hatte zwar Zugang zu Kügelchen, das waren solche Säuremittel für Spülsteine, die konnten wir ihm nicht weisen. Aber den Ball hat er selber kaputt gemacht, hat er zugegeben. Ja. Das war ja auch nicht das erste Mal, dass er aggressiv auf den Jungen reagiert hat. Er nimmt ihm die Bälle weg, er beschimpft ihn, wenn er zu laut ist. Er hat sogar schon mal einen Ball kaputt gemacht, mit einem Messer vorm Kind rumgefuchtelt. Das ist eine Aggression. Also das war klar, dass er erstmal in den Tatverdacht gerät. Und da die Eltern heute zu Hause waren Herr Möller, den ganzen Tag auf Arbeit war, konnte er heute Morgen die Kugeln in den Garten nicht gelegt haben. Ganz ehrlich, ich möchte von Ihnen was wissen. Kennen Sie diese Kugel? Nein. Haben Sie noch nie gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Hat Ihr Mann nie mit nach Hause gebracht? Nein. Was,
Was sollten wir auch damit? Was ist das? Das sein könnte, dass man zu Hause das vielleicht für seinen eigenen Spülstein braucht. Nein. Die Kripo-Beamten halten das Paar für glaubwürdig. Um weitere mögliche Feinde der Familie auszumachen, befragen die Ermittler jetzt die Mutter des Jungen. Die Vernehmung der jungen Frau nimmt jedoch ein unerwartetes und abruptes Ende. Haben Sie die Kugeln vor dem heutigen Tag schon irgendwo mal gesehen? Oder selber gekauft? Nein, also sowas habe ich noch nie gekauft. Und ich weiß auch nicht, warum Jonas das jetzt auch gegessen hat. Weil eigentlich habe ich ihm beigebracht, man soll nichts essen, was man auch nicht kennt und da irgendwo findet. Heute ist sein Geburtstag. Hat er Feinde? Dass ihn jemand was Böses will heute? Also oder einen bösen Scherz machen will? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir wohnen auch erst seit 3 Monaten da. Also, Entschuldigung, mein Handy ist hier nochmal dran. Paul? Ist was mit ja, dich? Ja, ist was mit Jonas? Geht's ihm schlechter? Nein, ich kann nichts mehr sagen. Pass auf, wir sind wieder zu Hause. Ja. Ich bin nach 2 Minuten hoch beim Routine. Ich komme wieder runter. Ja. Weg. Ich finde ihn nicht mehr. Wie, du findest ihn nicht mehr? Er ist weg. Der kann doch nicht weg sein. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin durchs Haus gelaufen. Ich bin durch den Garten gelaufen. Ich finde den Kleinen nicht mehr. Das willst du mir jetzt nicht sagen, dass er weg ist? Also, dass er wirklich weg ist? Jonas ist weg. Ja. Frau Berger, wir werden mal... Wenn Sie das schon, kommen wir mal mit. Ja. Kommen Sie mal mit uns. Das kann doch nicht sein. Norman, Chang, der Lütte ist weg. Sie sind zu Hause gerade angekommen, hat ihn 2 Sekunden aus den Augen gelassen, ist weg. Wir fahren mit Sonderrechten hin. Ihr fahrt vorweg, ihr kennt die Strecke. Die Kommissare haben eine Vermutung. Die Person, die das Reinigungsmittel im Garten platziert hat, steckt hinter dem Verschwinden des Jungen. Der 8-Jährige könnte erneut in großer Gefahr schweben. Die Beamten wollen am Haus der Familie nach ihm suchen. Sie befragen den neuen Lebensgefährten der Mutter, um Hinweise auf den Verbleib des Kindes zu ermitteln. Ganz kurz, was ist jetzt gerade eben abgelaufen? Erzählen Sie es mir bitte. Wir sind da gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Ja. Dann bin ich mit ihm, er wollte unbedingt Fußball spielen. Er wollte. Ja, da im Krankenhaus ja, ich mit ihm Fußball spielen. Lassen Sie mal kurz aus, ich möchte einfach wissen, was jetzt gerade abgelaufen ist. Und dann, was da passiert? Dann hat meine Mutter mit nach mir gerufen, die ist oben, ja. Die ist bettlägerig, ja. Und sie hat Hilfe gerufen, dann bin ich hochgelaufen. Ich habe ihm gesagt, er soll kurz warten, er ist ja keiner, der wegläuft, das weißt du auch. Wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ja, im Garten, dann bin ich wieder runter in den Garten und seitdem ist er nicht mehr da. Ist er im Haus? Nein, ich bin durchs ganze Haus durch, ich bin durch den ganzen Garten durch, ich habe ihn nicht gefunden. Wie lange warst du denn? Könnt ihr einmal reingehen, einmal das Haus durchsuchen? Zeigen Sie uns den Garten, ja, bitte nochmal. Der Junge ist erst vor 20 Minuten verschwunden und muss noch in der Nähe sein. Kriminalkommissar Max Hagen findet im Garten einen Anhaltspunkt. Klaus, komm her. Ja, es tut mir leid, mir ist es auch leid. Das kann nicht sein, dass er verschwunden ist. Was hast du? Der läuft doch nicht einfach weg. Was ist das? Ja, wo ist er denn dann? Was ist das? Was ist denn das? Entschuldigung, kannst du jetzt deinen Fußball abholen? Nicht anfassen, bitte. Was hat mit Fußball zu tun? Herr Jonas spielt halt auch. Das ist der Möller von nebenan. Wir haben seit Monaten haben wir Probleme mit dem Nachbarn. Immer wenn der Kleine am Spielen ist, macht der Stress. Jedes Mal. Der hat schon ein paar Bälle von ihm einkassiert und ja, offensichtlich keine Ahnung. Das heißt, der schießt die Bälle da immer rüber in den Garten? Ja, das kommt halt natürlich nicht mit Absicht. Ja, das weiß ich. Kinder spielen halt, ne? So, ja, genau. Ja. Also wir haben im Garten einen Tennisball gefunden mit einem Zettel, mit einem Entschuldigungsschreiben. Irgendwo genommen, und da stand drauf, Entschuldigung, du kannst deine Bälle wieder abholen. Das war natürlich eine Sache, wo uns sagte, der Herr Möller hat jetzt wohl doch ein schlechtes Gewissen gehabt, nach der Vernehmung heute Morgen bei der Wache, dass er sagte, ey, ich bin vielleicht doch zu weit gegangen, ich will das wieder zurückbringen. Ja, und dann sind wir natürlich rübergegangen. Wir haben vermutet, dass der Zettel mit Hilfe dieses Balles einmal über den Zaun geworfen wurde. Und die Fährte führte dann natürlich erstmal wieder in das Nachbargrundstück. Wir gehen jetzt davon aus, dass er den Zettel um den Tennisball. Hey, da schreit jemand. Hey! Hey, Polizei! Bleib stehen! Hey, Junge! Bist du das, Jonas? Bist du Jonas? Ja. Ist zu! Oh, was ist denn mit deinen Händen passiert, Jonas? Was hast du gemacht? Was ist mit deinen Händen passiert, Jonas? Ganz ruhig, ganz ruhig. Was hast du gemacht? Was ist passiert? Erzähl mal. Du denn? Komm, erzähl. Ich hab einen Ball gefunden, da stand, ich kann meinen Ball abholen. Und. Ja. Für die mit den RTW rufen. Das war der Zettel in Grün im Garten. Ja, da war Säure. Ja. Und jetzt bist du hier rübergegangen? Was hast du angefasst? Ich hab den Ball da hinten angefangen. Den Ball da hinten? Ja. Ist das dein Ball? Schweine. Die sind doch krank. Die sind doch ehrlich. Wir umstellen einmal. Geht ihr bitte nach vorne? Einmal umstellen. Sie bleiben bitte zurück. Das ist unsere Aufgabe. Bleiben Sie bei Ihrem Kind. Gehen Sie. Gehst du da rein? Ja. Hast du was da? Ja. Hast du was dabei? Ach! Polizei! Hier ist er. Hey, Hände hoch! Schön die Hände hoch! Hände hoch. Keine Matenten hier! Ja, nein, ich hab nichts gemacht! Einmal wieder raus! Ja, das heißt, ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts.
Hänge, gut, Ende geht auf den Rücken. Komm. Alles gut. Komm. Alles gut. Ja. Alles okay. So, Hände an die Wand. Hände an die Wand. So. Irgendwas dabei? Nein, nix. Nix dabei? Nein, null. Keine Waffen dabei, nix dabei? Nein, gar nichts. Okay, Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Wie kannst du das einem Kind antun? Einem Kind? Ich hab gar nichts gemacht. Du bist doch völlig durchgeknallt. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ja, der Ball liegt in deinem Garten. Wie ist er sonst da hingekommen? Was denn mit dem Ball? Ich hab nur das Kind schreien hören. Herr Möller, ganz kurz. Herr Möller, ganz kurz. Ja. Drüben haben wir einen Zettel gefunden mit einem Tennisball. Waren Sie das? Nein. Da steht drauf, Sie kann rüberkommen. Komm rüber, ich entschuldige mich, deine Bälle holen. Nein, habe ich null. Haben Sie nicht gemacht? Nein. Okay. Aufgrund des Einsatzes ist die beste Freundin und Nachbarin des Stiefvaters erneut dazu gekommen. Während der Junge versorgt wird, ermitteln die Kriminalisten eine überraschende und aufschlussreiche Spur. Da drüben ist der Garten, ja? Ja, aber das ist ein Ball. Ich meine, da ist was Jonas drauf, Ball, ist was drauf, aber da gehe ich nicht ran. Guck mal, hier sind kleine Füße von Jonas. Und aber das ist kein Fuß von Jonas. Nee, das sieht aus wie ein Stöckelschuh, guck mal hier. Ja. Mit dem tiefen Eindruck. Wie viele Personen haben wir hier im Spiel? Wir haben Frau Berger, das ist die Neue, die eingezogen ist bei Herrn Handke. Genau. Das hat die andere von der Funktion schon gefragt. Was ist das für eine? Seine beste Freundin? Diese Christina, ja. Die haben wir noch. Hast du die Schuhe angeguckt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Lass uns mal unauffällig gucken. Also der Fundort des Balles in dem Garten von Herrn Möller war schon sehr komisch. Der war genau hinter der großen Hecke. Und dann haben wir die Fußspuren von dem Jungen entdeckt in dem Beet, der den Ball auch angefasst hat. Deswegen waren ja die Verätzungen an seinen Fingern. Aber es war noch eine zweite Spur da. Das war eine Schuhspur von einem weiblichen Schuh. Ein richtig vernünftiger Damenhackenschuh war das. Und im ganzen Sachverhalt haben wir jetzt nicht gesehen, dass der Nachbar Hackenschuhe trägt. Wir hatten jetzt also eher den Verdacht, dass es sich um eine Frau handelt, die den Ball dort positioniert hat. Jetzt geben Sie bitte dem Kollegen den rechten Fuß bitte einmal hoch. Und dann nehmen Sie bitte den... Einmal den Fuß. Den Fuß. Einmal den Fuß. Wir müssen nicht lange diskutieren. Guck mal, allein schon, wie dreckig der ist. Ja, gut. Bis oben hin. Versuchen wir bitte. Das passt. Passt, hat einen Abdruck vorne eine Markierung, ne? Also vorne eine ja. Ja, sehr gut. So, was haben Sie in den Taschen, Frau Fuhrmann? Kannst du bitte mal halten? Was haben Sie in den Taschen? Geben Sie es mir freiwillig. Gut, halten Sie hoch, Hände hoch. Was hast du denn? Komm mal her. Vorsichtig, nicht anfassen. Christina, machst du jetzt bitte mal einen Mund auf, was hier los ist? Was hast du denn jetzt bitte damit zu tun? Was werden wir an diesen Handschuhen finden? Das wüsste ich jetzt auch gerne. Mensch, Paul! Ja, was, Mensch, Paul? Ich hab dir das so oft Andeutungen gemacht, du hast einfach nicht verstanden. Was hab ich denn jetzt nicht verstanden? Mensch, ich bin ja nicht verliebt. Ja, aber was kann denn mein Sohn dafür? Was mich interessieren würde, was haben Sie da drauf geschmiert? Können Sie dem RTW-Besatz so bitte mal sagen, was es ist, damit die wissen, was Sie ihm geben können jetzt? Was haben Sie da drauf geschmiert? Das war so eine Säure, die einfach so ein bisschen die Haut verätzt. Sagst du mal Bescheid, Säure, die Haut verätzt, ja. Tickst du nicht mehr richtig? Du wolltest, dass ich verschwinde. Ich wollte einfach, dass mein Sohn das Leben verschwindet. Und dafür nimmst du in Kauf, dass das Kind stirbt, oder was? Ich wollte, seit Anna da ist, ja, seit die bei dir eingezogen ist, überhaupt gar keine Zeit mehr für mich gehabt. Krank, du brauchst Hilfe. Weißt du das? Ich wollte einfach, dass du weg ist, dass du noch mal zu mir gehört. Das ist doch völlig einer an der Waffel. Was ist mit den Kugeln drüben? Wo haben Sie die hier? Haben Sie die drüben auch verteilt? Ja, das war auch ich. Wo haben Sie die hier? Das ist aus dem Drogeriemarkt. Das sind einfach nur so Reinigungsmittel. Frau Fuhrmann, tut mir schrecklich leid, wir müssen Sie erst mal zur Wache nehmen. Aber das, was Sie hier gemacht haben, Kind verletzt haben, Paul, geht, bitte geht verzeih gar nicht. Mir. Mein Sohn hätte da drauf gehen können, aber was ist es dir denn das wert? Das ist unverzeihlich. Ich wollte einfach, dass du verschwindest. Ja, glaubst du, so liebt er dich oder was? Ja, ich wollte einfach für mich zurückkommen. Nee, du mal erst zurück, du hattest ihn wärst. Ja noch gar nicht. Weißt du was, du gehörst irgendwo in eine Klinik oder in eine Anstalt. Du gehörst lange weggeschmerzt. Paul, bitte verzeih mir. Du hast doch völlig einen am Schritt, ey. Die Täterin wird wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Sie hat die Fährte absichtlich zu dem Nachbarn gelegt, damit die neue Freundin ihres Schwarms mit dem 8-Jährigen von ihm wegzieht. Die Wunden des Jungen verheilen schnell und sind schon tags darauf vergessen.